whose house lies beyond the market square, northwest. We have a tavern. Next to Schmidt's, an old baker shop. Use the same password as before. Thank you.
What's that? Kill as many Nazis as I can? No, I said... Can't hear you, Kessler. Lots of static. Thank you.
Nein! Mein großzügiger Nazi Hass in der halbnackte Ehre. Was? Er ist kein schlechter Omen. Vielleicht räumt er dieser verfluchte Stadt endlich auf. Aber solange ich dich habe, wird mir nichts passieren. There's Schmitz, the baker shop. Kessler, I found Agent 2's house. Thank God. Contact me when you have the folder. Dinner sits and singing in moonshine. Open the gate to the side of the building. There's a key underneath a large rock. Use the basement window. Bloody hell. Where's your shirt, you handsome sod? Pippa, you're Agent 2. It's Nurse Inga now. Rest your feet for a moment to have some tea. Biscuits. So this is where they transferred you? Yeah, 6 months now. Haven't seen you since the London HQ party. Oh, that was a riot. Wesley spilled beer all over my Bristols. Clumsy twit. I tried to save him, Pippa. I know you did, love. I'm sorry. This is not the time for maudlin stories. Listen, I know what you're after, Blasco. The man in my bed over there is one of Helga's Nazi flunkies. Before he took a little nap, I loosened his tongue. The folder you're searching for is located in Helga's room at the Wolfberg Tavern. Now, apparently, she's quite the wine connoisseur. Pose as a waiter, and maybe you can get close to her. But for God's sake, put some bloody clothes on first. There's a shirt in the chest over there. Revolted by the sight of your shirtless torso, BJ, but you need to blend in. Do leave your guns. The tavern staff don't carry firearms. I'll keep them safe for you. Fucking Nazis. And people just follow these Bergs like brainless ghouls. Maybe they deserve nothing better. These hinges are rusted. Come help me with this, Blasco. The tunnel is a 9.4-meter swim to the well in the tavern's backyard. Return to me once you've obtained Helga's folder. Oh. And don't you fucking drown on me now, you adorable tosspot. Hope them hinges don't rust till I get back. Thank you.
Wilma owned a dive bar in Mesquite. Earned my first out of there. Spent it all on rock candy. Sweet, sweet candy. I should put on an apron. Look the part. Quatsch, Helga! Generalstrasse will Ergebnisse sehen. Und bisher ist er mit ihren Fortschritten nicht zufrieden. Ach, halten Sie doch die Schnauze, Sie Jammerlappen! Wie bitte? Nach allem, was ich für Generalstrasse in Erfahrung gebracht habe. Schicken Sie ihn weg, damit wir unser Gespräch fortsetzen können. Ach, Schreiner, verdammt nochmal, jetzt lassen Sie mich doch erstmal meinen Wein genießen. Generalstrasse will Ergebnisse sehen. Ich bringe Sie zur Ausgrabung, da werden Sie schon sehen. Warten Sie. Fuck. Setzen Sie sich. Wie heißen Sie? Franz. Franz? Mein Cousin ist auch so. Fasziniert Sie das, Franz? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben. Ja, so konnte ich allein sein. Und dann bekam ich auf einmal Polio. Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Und dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Aber aufgeben ist was für Schwächlinge. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen. Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand, Franz? Nur zu. Probieren Sie den Wein für mich. Und? Köstlich. Sie haben einen interessanten Akzent. Köstlich. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Der ist sauer, um Gottes Willen. Trinken Sie aus. Man riecht es sofort. Wie feuchter Keller. Muffig. Ein Hauch von Rosine. Und der Geschmack. Süß wie Portwein. Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken. Sowas würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind vorsetzen. Helga! Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit diesem Banausen? Because, my dear incompetent Schreiner, he's not a waiter. He's a spy! Did you really think I would be impressed by your atrocious German? Now give me the folder, Franz! Oh. Kommen, Frau Obersturmbannführermannschaft. Behalten Sie ihn im Auge. Was ist los, Eberhard?
das raus. Eberhard, unternehmen! Oh, erschießen Sie ihn! Was ist passiert? Sie haben den Boden mit Dynamit gesprengt. Das muss das Erdbeben ausgelöst haben. Gott, die ganze Stadt. Raus, schnell, bevor das ganze Gebäude einstürzt. Wir müssen zur Ausgrabungsstätte. Kessler, can you hear me? Helga's gone. Took the folder with her. I'm coming back to the boathouse now. Do you copy? Jesus Christ! Kessler, come in. You read? Fucking gadgets. Keep up
behind you! Deserved a better fate than this, Pippa. Kessler, listen. Helga's gone. Took the folder with her. She's digging up something beneath the church ruins. Must have been what caused this shitstorm. What's your location? I don't know. Some kind of workshop close to the old town. Hello.
Look at that. It's raining Nazis. Thank you.
Herr Kessler, ich muss sie finden. Woher weißt du, dass sie noch hier ist? Das ist nur so ein Gefühl. Bedeutet sie dir viel? Ich muss an sie denken. Die ganze Zeit. Dann will ich für sie beten, dass sie dich wiederfindet.
Thank you.
trouble. Gotta find a way to get to them. Why do they hate us so much? Because their brains got broke, I reckon. I killed one of them. Did you see that, Mr. BJ? Good on you, kid. I have been here before. The week after Weihnachten. My friend, she made me sneak in here so we could look for the bathhouse ghosts. The heating was off because of the bombs. And there was ice in the pool. We danced to gramophone records in her Obermeier's office. And I remember laughing and breathing and being afraid someone would catch us and take me away from her. I made a promise. Whatever would happen to me, I would find a way back to her. You can't go by yourself. Not with them monsters out there. If I do not go, I might as well let the monsters rip my insides out. I will go up through that hole, and you will help me. I know you will, Mr. BJ. Here. Listen, I can come with you. No, silly soldier man. You will stop Helga. I will be careful. As a kid, we had a monster in our basement. My father said if I'd done wrong, it'd creep out at night and come for me. I tried to do no wrong, but the monster came all the same.
Head for the church ruin.